Hi und herzlich willkommen zu einer wirklich kniffligen Aufgabe, die anscheinend nur Leute mit sehr hohem IQ lösen können. Es geht erstmal ganz banal um dieses Bild hier, wo ihr so ein paar rote Pfeile durch die Gegend fliegen seht. Und die Frage ist, auch ganz einfach eigentlich, in welche Richtung wollen wir wissen, zeigen hier die meisten Pfeile? Haltet das Video mal an und probiert es mal erst selber zu lösen. Schaut auch mal, wie schnell ihr seid, wenn ihr es gelöst bekommt. Und dann verrate ich euch gleich den Trick, auf den hier scheinbar nur die schlauesten Leute kommen. Trick in dem Sinne, als dass man hier ein bisschen um die Ecke denken muss. Ich persönlich habe erstmal gar nicht um die Ecke gedacht und habe geguckt, in welche Richtung jetzt wirklich die meisten Pfeile zeigen. Dafür habe ich immer weggestrichen, habe gesagt, einer nach rechts, einer nach oben, einer nach links, einer nach unten. Sind schon mal gleich viele. Einer nach rechts, einer nach oben, einer nach links, einer nach unten. Auch gleich viele. Rechts, oben, links, unten, rechts, oben, links, unten. Und was sehen wir? Es sind in jede der vier Richtungen genau gleich viele Pfeile, nämlich bei 16 Pfeilen in jede Richtung vier Stück. Und natürlich ist trotzdem eine der vier Auswahlmöglichkeiten hier korrekt, wenn man nämlich wirklich um die Ecke denkt. Und dafür muss man einen ganz besonderen Blick haben und erkennen, dass es gar nicht 16 Pfeile sind. Schaut mal ganz genau hin. Es ist nämlich ein 17. Pfeil noch versteckt. Und den sieht man eben nur, wenn man doch einen sehr geübten Blick hat. Der 17. Pfeil. Der ist hier versteckt. Er ist nicht rot, sondern weiß, ne? Und ist die Lücke sozusagen zwischen den roten Pfeilen. Deswegen fällt er erst gar nicht auf. Aber dieser Pfeil, der zeigt nach oben. Und deswegen ist es der ausschlaggebende Pfeil, der dafür sorgt, dass die meisten Pfeile tatsächlich nach oben zeigen und Antwort C hier korrekt ist. Wärt ihr drauf gekommen? Und falls ja, wie lange habt ihr gebraucht? Schreibt es mal in die Kommentare und schaut doch auch für mehr IQ-Testaufgaben, die wirklich die Intelligenz der Menschen analysieren wollen, in dieses Video rein oder auch in das da oben drüber. Viel Spaß damit und bis bald!